Der Ball kommt doch noch an zu Siala, der mit einem super Steckpass zu Ify Adigo. Und der eigentlich mit einem guten Abschluss, aber Palsmeier mit einem super Reflex. Das ist die erste wirklich große Gelegenheit. Super Pass von Krasniqi auf Zierreis. Der vergibt. Ja, das ist der Top-Torjäger bei Oldenburg. Markus Zierreis, 7 Tore bereits. Super Pass da von Krasniqi. Ähnlicher Spielzug eigentlich wie auf der anderen Seite. Gut rausgespielt da von Teutonia. Und wieder der lange Ball. Und der kommt auf Hemasro. Die muss er abziehen eigentlich. Ah, die muss er eigentlich mit dem ersten Kontakt aufs Tor bringen. Aber es war ein gut gespielter Angriff. Beginnt ganz hinten bei Siala, der sich da aus dem Pressing rausspielt mit Weidlich und hier durchgesteckt auf, was für eine Parade von Wiesinger gegen Raphael Brandt. Was für eine Parade mit dem Fuß. Unfassbar. Immer wieder der Versuch, Hemasro hinter die Kette zu schicken. Der schnelle Außenstürmer. Hier macht er super gegen Adam und da ist das 1-0. Ball kommt vom Gegner, von Kiesdorf und Ify Adigo trifft. Ganz aussehen. Es hat sich angedeutet mit dem Muster über Hemasro, dass er super im 1 gegen 1 gegen Adam macht. Und dann ist es ein bisschen glücklich, aber das wird Ify Adigo vollkommen egal sein. Brandt steckt den Ball jetzt durch auf Ramatsch. Liesegang kommt raus. In allerletzter Sekunde kommt er daran, aber die Situation ist noch heiß. Verschleppt das Tempo da Ramatsch. Also Oldenburg bis jetzt nicht zielstrebig genug im Offensivspiel. Der Raum war das ein oder andere Mal eigentlich schon da. Kiesdorf jetzt hier mal mit. Ja, Graudenz. Beim Freistoß. Hinter der Mauer liegt kein Spieler. Also die Option unter die Mauer zu schießen wäre grundsätzlich da. Hier drüber. Super Schuss. Heizmeier pariert. Ja. Gefährlicher Schuss. Der erste direkte Vorabschluss in der zweiten Halbzeit. Kommt nicht an. Schiedsrichter entscheidet nicht auf Foul. Ah, Raphael Brandt läuft auch mit. Den Ball kriegt er sogar. Zierreis hinterläuft und jetzt Abschlussgelegenheit für Zierreis. Super pariert von diesem Gang, aber wird auch halbwegs angeschossen. Das kennt man anders von Oldenburg. Audience über außen, bringt den Ball rein, Ify Adigo, legt auf Mo ab. Und ich sehe vom Nachschuss. Ja, ah, den bringt er nochmal rein. Bringt er nochmal rein, Ramatsch, Rand. Wird lang. Immer noch gefährlich und jetzt ist er geklärt und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab, Behrens. Die Niederlagenserie von Teutonia ist gebrochen. 3 Punkte hier im Heimspiel gegen Oldenburg. Damit zieht man an Oldenburg vorbei in der Tabelle.